Hallo und herzlich willkommen zurück, meine lieben Freunde. Willkommen zurück zum Carl Zeiss hier in Abriak. Wie ihr seht, ich habe die Woche übersprungen. Wir sind jetzt beim Gladbach-Spiel. Nach dem sehr, 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 sehr spannenden Spiel gegen Hertha BSC Berlin müssen wir jetzt nun in der Liga gegen Gladbach ran. Sie sind stärker als wir, aber auch nur ein bisschen. Tabellarisch stehen sie hinter uns. Aber es ist ja noch nichts gesagt, ne? Wir sind noch mitten in dem Meisterschaftskampf. Wir sind noch drin, 6 Punkte sind es nur bis zum ersten. Und Stefan El Shaarawy hat sich verletzt. Aber Alberto Soro kann wieder mit. Das ist schon mal gut. Aber da muss ich muss jetzt jemanden mitnehmen. Ich muss jetzt jemand anderen mitnehmen. So. Mukoko hat einfach 14er Form. Der hat einfach eine 14er Form. Ich glaub's auch. Ihr Nacho hat eine 13er Form. Shaarawy hat eine 14er Form. Sie sind alle on point. Und Pausen. 15er Form. Körber. 5, 14er. 14er, 14er. Da ist keiner unter 10 dabei. Außer hier natürlich auf der Bank. Aber das ist ja normal. So, wie spielen wir? Wie spielen wir? Ich glaube, wir gehen so rein. Mukoko kommt auf jeden Fall, denke ich, noch rein. Und ja, komm. Sprechen wir mit den Spielern. Christian Groß. Ja. Du hast bei mir keine Zukunft, das ist auch gelogen. Im nächsten Spiel brauche ich dich. Ich möchte dich. Ich gönne dir eine Pause, ist auch gelesen. Du hast gut trainiert. Mila. Bahadir. Du musst körperlich stärker werden. Tesserin. Perfekt trainiert. Kaiser. Körperlich stärker werden. Warte, ich muss hier noch unten gucken. Hier sind die Mannschaft, die. Du musst körperlich stärker werden. Zuck mit den Schultern, ja klar. Schnitzler natürlich. Sensationell, Tissoko. Du auch, sensationell. Super letztes Spiel. Im Bogason, mit dem habe ich schon geredet. Gimper, ich gönne deine Pause, ist gelogen. Matondo. Du musst vor dem Tor cleverer werden. Versprich dir nicht Training in Sonderschichten. Und Sese hat auch gut trainiert. Ja, wir reden mit allen, ne? Teamdynamik ist natürlich. Die sensationellen Erfolge der jüngeren Vergangenheit sorgen für einen extrem hohen Zusammenhalt im Team. Plus 150. Sprechen regelmäßig mit ihren Spielern, plus 10. Ihre Gespräche beziehen fast alle Spieler ihres Teams ein, plus 5. Nur wenige Spieler verfehlen ihre aktuellen persönlichen Ziele. Sie haben nicht einen einzigen frustrierten Spieler im Team. Okay, plus 130. Warum habe ich denn nur 102? Wenn ich über. Sie haben keine Sprache, Konkurrenzkampf. Im Team ist zu extrem, das sorgt für eine Menge Probleme. Minus 15. Okay, das ist erstmal Minus. Gehalts. Ist chaotisch und ungerecht. Hier besteht dringender Handlungsbedarf. Sie haben eine Menge Spieler in ihrem Kader, die vollkommen verschiedene Grundeinstellungen haben. Dies führt immer wieder zu Streit. Minus. Okay, cool. Damit wären wir beim Spiel gegen Borussia Mönchengladbach im Ernst-Abel-Sportfeld. Natürlich von mir perfekt verunstaltet, weil ich das ja nur da gemacht habe, in dieser komischen Tabelle der Stadion. Und deswegen werden wir auch demnächst vielleicht ein Stadion neues bauen, komplett. Obwohl, wir haben jetzt eins, ne? Und es geht auch direkt rein. Pausen. Mal sehen, können wir sie noch weiter von uns abdrängen? Sie sogar von den Europa League Plätzen fernhalten. Sie sind ja kurz davor, die zu erreichen. Sissoko jetzt. Natürlich mit dem Fehlgraf Kramer jetzt. Stindl, kein Abseits, natürlich nicht. Stand Meilenwald da drin, aber ja. Stindl. Und wird gehalten, Gimper, und ich sehe gerade, die haben wieder einfach meine Option umgestellt. Übertragung. Alle Spieler. So machen wir das. Ritter. Sissoko. Doch, genau. Beste Leben. So kann man es machen. Gelbe Karte in der 9. Minute für Patrick Herrmann. Ein Spieler, den ich sehr, sehr gerne zugucke, zu spielen. Bin ich ein Riesenfan von diesem Spieler, Patrick Herrmann. Und das ist 1-0. Finn Bogason, sein drittes Tor im Wettbewerb. Easy going, würde ich sagen. Da bummst den rein. Und klick, ich bin größer als alle. Und keine Chance für Sommer. Wenn Sommer im Tor steht, natürlich, habe ich gar nicht drauf geachtet. Und ich habe gerade geguckt. Mein Vertrag läuft Ende nächste Saison aus. Und dann sehen wir, ne, wie es aussieht mit. Hier, Jena, ob wir dann den Verein wechseln, vielleicht nochmal was Neues suchen oder, mal gucken. Sissoko,
Finn Borgerson. Gomez. Schaub. Ja, Sommer steht im Tor. Also wir dominieren die Partie. Wir dominieren die Partie, wie es aussieht. Sehr gut, Capoe. Da kommen sie über Hermann. Sissoko wieder. Der räumt alles ab. Der räumt so langsam, aber sicher. Holt er sich seinen Platz da. Und Milan muss hinten anstehen. Retta Gomez und für Borussia. Also die Spieler, die Probleme haben seit dem Winter, sind Milan und Cuisance. Ich war, egal ob ich morgens aufnehme, egal ob ich abends aufnehme, ich muss immer an meine Aufnahmen gehen, ne? Das ist so ätzend. So, Zorro. Finn Bogason. Sehr weit in unserer, in der Tief oder Tief. Weit hinten, aber nochmal die nächste. Rote Karte für Elvedi. Ich habe es nur geraten, ne? Ich habe keine Ahnung, weil die alle anders aussehen. Kramer. Mit dem V von hinten. Okay, nice. Schon sind wir mit einem Mann mehr da. Kann Ritter was draus machen? Nein. Sissoko, kannst du was draus machen? Nein. Und jetzt Hermann. Wendt. Pausen ist da. Sissoko jetzt. Jetzt Pausen. Baut das Spiel auf. Gomez verliert den Ball direkt wieder an Neuhaus. Jetzt müssen sie. Jetzt sind sie unter Zugzwang. Aber wir. Und jetzt faulen wir. Gibt es bei uns jetzt auch die rote? Nein, es gibt gar nichts, wie es aussieht. Okay. Und jetzt gibt's. Alter, wie bitter ist das Gelb-Rot für Hermann. Wenn das so weitergeht, spielen die nicht das Spiel zu Ende. Weil er Tisserand umgeflext hat. Die sind jetzt mit zwei Spieler weniger im Mittelfeld. Also das Mittelfeld werden wir jetzt noch mehr dominieren als sonst. Gomez, Pausen und Zorro. Ecke. Die spielen jetzt einfach zu 8. Ne, zu 9. Zu 9, was glaube ich? Rechnen müssen wir können. 11 minus 2. Oh, Jesus. So, Einwurf. Das könnten schön weiterwerfen für den Bogasmann. Pausen. Und. Guckt euch das an. Er kriegt den. So frei vom Tor und köpft den rüber. Er köpft ihn einfach rüber. Aber passiert. Passiert dem Besten. So, und schon wieder den Ball im Mittelfeld. Ja, okay, das ist ja auch jetzt nicht schwer momentan. Wir dominieren einfach das Mittelfeld. Ritter. Schuss. Schaub. Gomez. Und der Ball ist weg. Aber für Bogasson kriegt ihn wieder. Abseits. Ja, ich wollte gerade sagen. Ich wollte gerade sagen. Ich wollte gerade sagen. Das hat doch sicher abseits, wollte ich sagen. Ja, aber anscheinend doch. Der Typ ist rechtzeitig zurückgezogen. Gorm ist jetzt wieder. Hier Platz. Sissoko. Mit dem Distanzschuss, okay. Man kann es versuchen. 39. 40. Minute jetzt. Gomez. Also wir dominieren. Also das Spiel ist eigentlich so gut wie gelaufen. Wir ballern, wir testen jetzt nur noch Sommer. Wir machen jetzt Sommers Note auf 1 und die restlichen Spieler von Gladbach haben 5er Noten. Weil wir immer schön vom Weiten drauf schießen, dass er auch alles hält. So, Ritter. Soron. Gomez. Und da steht die Möglichkeit. Legt den auch nochmal rüber zur Wand. Wendt. Verschenkt es jetzt nicht. Ritter klärt. Ritter klärt. Gut. Finn Bogason gegen Janschke. Janschke ist stärker. Capoe schon wieder im Ballbesitz. Gomez. Capoe. Wendt. Sissoko fängt den Ball ab. Nice. 4 Minuten Nachspielzeit. Okay, zwei rote Karten, ne? Und wir gehen in die Halbzeit. Seit der 25. Minute in Unterzahl, seit der 30. in der Doppeltritt. Trotzdem kommen wir nicht durch. So haben wir uns das vorgestellt. Wir führen. Das kannst du machen. Und ja, Sissoko hat eine 4, aber er räumt viel ab, finde ich. Die Abwehr von uns steht, wenn Bogart von uns 2. Ich lasse das mal so weiterspielen. Wir wechseln auf jeden Fall auch früh in dieser Hälfte. Spätestens zur 60. werde ich wechseln.
Und dann mal gucken, was sich da machen lässt, wenn hier jetzt nicht weiterkommt. Vent. Körper, Körper fängt, Körper sichert. Wenn wir das jetzt verlieren, das wäre bitter. Wenn wir das jetzt verlieren. Ritter. Ja, perfekt, für Pokémon. Gomez setzt sich da durch. Ritter. Zorro. Es ist so bitter. Und ich habe keine richtigen Flügel, um die da einzusetzen. Es ist einfach bitter. Gomez. Sissoko wieder. Ritter, der war ein Abseits. Ja. Meine ich doch. So, was können wir machen? Sissoko, Luis Schaub, Sergio Gomez. Ich komme, ich bringe Kuku rein. Einfach nur, weil ich es kann. Und Sissoko geht runter. Ja, komm, den letzten spare ich mir noch. Man weiß ja nie, man weiß ja nie. Sissoko gefällt mir nicht wirklich jetzt gerade, nachdem ich ihn vorher noch gelobt habe. Das Mittelfeld ist so frei. Es ist einfach so frei. Ach komm, mach doch mal richtige. Mach jetzt kein Auge. Dein Ernst, Gomez, du läufst auf Elvedi zu. Ist doch klar, dass er sich den Ball holt. Du bist hier kein Cristiano Ronaldo oder Messi. Schaub jetzt. Hat Platz. Elvedi kommt. Er setzt sich gegen Elvedi durch, aber macht dann so einen komischen Pass genau auf Elvedi. Und weg ist der Ball. Ginter. Capoe. Wenn man es so ausspricht. Vent. Pausen holt sich den. Super Arbeit gegen den Ex-Club. Okay, Elvedi. Ja, Gomez kommt auch nicht wirklich ins Spiel, ne? Komm. Quizar, kriegst du auch noch mal ein paar Minuten neben Ritter. Gomez gefällt mir Spiel zu Spiel weniger. Der hat zwar seine guten Phasen, aber er gefällt mir Spiel zu Spiel weniger. Jetzt mache ich ihn dreifach Wechsel bei einer 1-0-Führung. Hoffentlich bringt der junge Mann was. Die jungen Männer, besser gesagt. Ritter. Sehr guter Ball, aber der verliert ihn direkt wieder. Ritter holt sich, kriegt den aber wieder. Gimpa. Jetzt. Der hat. Als ob der. Dazu sage ich nichts mehr. Manchmal sind diese Abseitsentscheidungen, da denkst du so, was? Und dann guckst du. Das war doch gleiche Höhe. Der kann mir die Linie erzählen, was sie will. Bin ich jetzt einfach der Meinung. Benzebaini. Und Mila, natürlich. Zorro. Mukoko jetzt. Quizar. Sagt, der Ball war gut. Pause. Jetzt zu Schaub. Schaub. Schaub hat Platz. Kann in den 16er rein. Ist im 16er drin. Da kommt der Ball. Zorro. Genau. Genau. Komm, baut das Spiel hinten aus. 67. Wir sind zwei Männer mehr. Und trotzdem kriegen wir es nicht hin, weil keiner von den Abwehrspielern von dem weg ist. Eta. Und da kommt so ein Pass. Jetzt werden sie ja pausen. Nee, kann ich mich auf dich verlassen. Wenigstens kann ich mich auf dich verlassen. Kursa. Pausen. Und der Fehlpass. Nachdem ich die lobe. Nachdem ich sie lobe, machen sie nur eine Scheiße. Dann machen sie so eine Scheiße, das ist unglaublich. Was soll ich dazu noch sagen? Stefan Leiner kommt jetzt rein. Schaub. Komm schon, lauf nicht in unsere eigene Hälfte so weit, bau das Spiel auf. Ruhig. Ihr habt Zeit, ihr führt und die haben zwei Spieler weniger. Wie sie einen Schritt machen, sobald der Pass kommt, ne? Sobald er den Pass nur andeutet, wird ein Schritt gemacht. So, Mila. Und wieder direkt auf Schaub, der gedeckt wird. Warum nicht mal über Zorro? Okay, Zorro bringt auch nichts bis jetzt. Jetzt mal, wenn er vorm 16er ist, dann wisst ihr Bescheid. Rollt er den Ball und jetzt Ecke. Jetzt kriegen die auch noch eine Ecke, ne? Körper, bitte. Die sind schon zwei zu wenig. So, Cousin. Perfekt, auf Schaub. Schaub hat Platz. Da kommt der Ball auf Moukoko. Moukoko steht nicht im Abseits. Moukoko, Moukoko, Moukoko. Oh, Cousin, danke. Danke, 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 danke. 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 Da macht er's.
Den Nachschuss, weil Moukoko genau auf Sommer zielt. Janschke, Sommer wird auf jeden Fall Note 1 haben. Schaub jetzt. Jetzt führen sie mit 2-0. Jetzt können sie nicht mal mit einem Konter kommen und dann auf einmal in Unterzahl uns abpacken. So, Schlupp. Janschke. Leiner. Und da ist niemand. Itta, Ritter. Zorro. Ja, verliert den Ball, kriegt er aber wieder hin und kriegt auch schon im Abseits. Ja. Damit bin ich diesmal einverstanden. Mit dem Abseits bin ich einverstanden. 6 Minuten offiziell noch. Schaub fängt ab. Gibt ihn direkt zu Schrubbel. Wendt jetzt viel Platz. Setzt sich dann nicht gegen Pausen durch. Pausen kennt die Spieler von Gladbach. Hat zwar nur in der zweiten gespielt ungefähr, glaube ich. Oder in der Jugend. Dann muss ich gleich mal gucken. Und da kommt das Foul von Pausen. So unnötige gelbe Karte, würde ich sagen, ne? Aber ich weiß ja nicht, was der Schiri sagt. Gar nichts. Und Ginter. Oh, Körper. Stark. Stark von Körper. Zweite Ecke für Gladbach jetzt. Was war das? Alter, hat er den jetzt gerade gegen die Latte gehauen oder was? Was ein Ding. Da haben wir auch noch mal ein bisschen Glück. So, jetzt Pausen. Moukoko. Wird ge. Ja. Kriegen wir noch mal einen Freistoß. Anstatt Vorteil laufen zu lassen. Sommer fängt. Die Nachspielzeit ist angebrochen. Ritter. Ritter. Okay. Und das Spiel ist aus. Wir gewinnen mit 2 zu 0 zu Hause gegen Gladbach. Durch 2 rote Karten haben sie es auch leicht gemacht, aber Cuisance musste erst reinkommen. Pausen ist bester Spieler von uns geworden. Sommer hat einen 2,5. Okay. Nice. Wir gehen direkt in die Ergebnisse. Gucken. Nürnberg gewinnt gegen Bayern mit 2 zu 1. Holy shit. Wie nice ist das denn? Wir gewinnen gegen Gladbach. Schalke verliert gegen Leverkusen. Bremen verliert gegen Wolfsburg. Dortmund gewinnt gegen Frankfurt, Leipzig gewinnt gegen Hertha, Hannover verliert gegen Hoffenheim, Mainz gewinnt gegen Freiburg und Augsburg gewinnt gegen Stuttgart. Die Tabelle sieht jetzt wie folgt aus. Wir sind von den zweiten auf den, von den dritten auf den zweiten gestiegen. Es sind jetzt nur noch 3 Punkte hinter München. Wir haben zwar mehr Gegentore. Von den Gegentoren sind wir im Mittelfeld. Aber von der Offensive sind wir zweiter Platz sogar. Nur 6 Tore weniger als Bayern, aber die haben halt weniger kassiert, ne? Wir gehen in die Spieltagsstatistik. Und Ritter wurde nominiert und Pausen wurde nominiert. Nice one, 2 von uns. Von unseren Gegnern wurde niemand nominiert. Okay. Dann wurden von Wolfsburg Wekos, von Augsburg Behrens, Goveleyev oder wie der ausgesprochen wird, von Augsburg, Zamaseko von Hoffenheim, Thiago von Bayern, Mukele von Leipzig und Gnacker und Sentner von Mainz. Spieler des Tages ist Marlon Ritter. Und hier würde ich die heutige Folge auch beenden. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne eine Bewertung da. Ansonsten bis zum nächsten Mal. Haut rein und ciao.